Wird eine Lobby gefunden? Ja, was ist denn hier los? Oh, geht sofort los. Also, wie gesagt, es kann sein, dass ich dann eine KD von 3 zu 100 habe. Also negativ gesehen. Aber gut, wir werden sehen, ne? Mal gucken, wie das läuft jetzt hier. Also die alten Call of Duty-Teile sind im Multiplayer eh etwas einfacher gemacht oder angenehmer als die neuen Teile. Nehmen wir mal die AK mit oder MP AK. Was ist denn das hier für eine Karte? Also, ich habe die Kampagne bereits vor einem Monat beendet. Aber den Multiplayer habe ich früher nie gezockt, sondern nur die Kampagne. Deshalb, ich habe keine Ahnung, wie das hier aufgebaut ist von den Karten her. Bin ja auch erst Level 9, wie man eben sehen konnte. Oh, und bin tot. Das war keine gute Idee, einfach so nach Bravo zu laufen. So. Wo? Das ist überhaupt keine gute Karte. Oh, hab einen umgebracht. Wow. Werde aber davon ausgehen, jetzt hier im Moment umgebracht zu werden von irgendjemanden. Verdammt, da ist kein. Da war doch gerade einer. Wo ist der hingelaufen? Verdammt! Ah. Also meine Leistung ist hier katastrophal, aber das könnte auch an der Karte liegen. Also ich bin hier sehr gerne auf dieser Containerkarte unterwegs, wo permanent Granaten rumfliegen und Helikopter über einen sind. Die Karte gefällt mir sehr gut, aber diese hier ist in der Mitte ein bisschen zu offen. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Da vorne, oder? Also wir haben zwar gerade das Radar offen. Wie hieß das nochmal in den neuen Call of Duty-Teilen? Rauchgranate werfen wir das? Rauchgranate? Ja. Oh, das war knapp. Ich glaube, die kommen jetzt alle von der anderen Seite, von A, oder? Habe ich da gerade einen gesehen? Na, Flagge mal einnehmen. Nein! Na, das ist auf jeden Fall kein guter Anfang, Leute. War da gerade jemand? Wow, hab noch einen gekillt. Oh mein Gott. Hat er jetzt gerade einer von uns die Blendgranate geworfen? Und die Granate davor? Oder war das ein Gegner gewesen? Ja. Tot. Na, das läuft ja sehr, sehr gut. Also hier im alten Teil ist es auf jeden Fall anders. Hier geht es ja nach Killserien. Man bekommt nur so eine Killserie, also wie das Radar oder ein Helikopter und so weiter, wenn man halt Leute umbringt. In den neuen Call of Duty Teilen ist es ja anders. Da muss man einfach nur Punkte machen. Da kann man, also ich konnte da die ganze Zeit nur die Flaggen einnehmen. Und hatte dann da diese ganzen Bombardierungen und so weiter. Nennt es jetzt einfach mal Bombardierungen. Ich glaube, das heißt hier irgendwie anders in Call of Duty, aber ihr wisst ja, wovon ich rede. Oh. Ach, da ist gar keiner mehr. Okay. Alpha wird gesichert. Unsere Drohne
genau, Drohne, ja. Radar, Drohne, ist alles dasselbe. Aber Drohne ist einfach hart zu merken. Einfach mal eine Granate irgendwo hinwerfen. Ja, also diese Optik ist katastrophal für die Augen. Ah! Hockt die jetzt oben ab? Nein, hier unten, okay. Verbündeter Luftangriff. Nein. Puh, das war knapp. Ja, Bravo einnehmen, ja oder nein? Einfach mal probieren. Sie müssten ja jetzt eh alle hinten bei C abgammeln. Also wie gesagt, ihr dürft hier keine super tolle KD oder Leistung von mir erwarten. Also da müsst ihr leider zu den ganzen Call of Duty YouTubern wechseln, wenn ihr da irgendwie eine super Leistung sehen wollt. Das hier ist ja einfach nur mal so, ja, ein bisschen zocken, so wie Noobs, ne? Etwas noobig, aber gut. bleibt normalerweise lieber bei Battlefield, was den Multiplayer angeht. Aber, da es hier bei Modern Warfare kein Rumgehüpfe und so weiter gibt, gefällt mir der Multiplayer doch hier sehr, sehr gut. Ah, KD, ist immer noch positiv, aber... Naja. Die Kampagne hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Hoffe ja sehr, dass sie der MW2 noch rausbringen. Für die neuen Konsolen. Und Black Ops. Mit Kino der Toten. Hä, wo? Tja. Das war meine Rache. Wer redet denn da? Ich habe doch alle gemutet. Muten? Alle außer Party, ja. Bin ja eh in keiner Party gerade. Oh, da vorne muss einer sein. Oder da war jemand. Oh, Drohne bereit. Sehr gut. Nein! Ja. Oh, ich habe so eine Art Bombardierung, oder? Wohin damit? Ich würde sagen, ich gehe erstmal hier irgendwo in eine Ecke. Und probiere einfach mal mein Glück. Ich probiere es einfach mal hier hin. Ich glaube, die fliegt ja dann eh von der einen Hälfte zur Karte zur anderen, oder? Oh, Level up! Oh! Zwei getroffen, immerhin. Drei getroffen! Drohne bereit. Also es läuft ja dennoch. Bin auf dem zweiten Platz. Einfach mal eine Rauchgranate und Granate hinterherwerfen. Und da ist irgendjemand hinten bei C. In der Ecke. Ne, der ist oben auf dem Dach, oder? Ne, jetzt ist er unten. Hab ihn. Ach komm, ich muss noch einen killen, oder? Für diese, für diesen Helikopter, oder? Oder wie viel muss man da umbringen? Gucken, kommt hier jemand? Nein, oder? Ich werde einfach mal nachladen. Wieso verlieren wir Bravo? Wenn ich jetzt dahin laufe. Ich werde auf jeden Fall umgebracht. Habe ich jetzt nochmal eine Bombardierung? Oder was ist das hier? Ich bleibe einfach mal hier drin, weil ich habe Angst, dabei drauf zu gehen. Was ja auch so passieren wird. Und treffe dabei niemanden, so wie es aussieht. Aber immerhin eine 6er-Kill-Serie. Gefällt mir. Von hier kommt keiner, oder? Oh, war das knapp. Oh, ich habe den Helikopter.
werde jetzt einfach mal hier abgammeln und den Helikopter rufen. Fliegt er jetzt von alleine? Oder wie funktioniert das bei dem? Macht der was von alleine? Oh, der macht was von alleine. Geil. Ich hatte gedacht, man kann selber dann da drin sitzen und die Leute umbringen. Also die Gegner. Aber nee, das macht der ganz von alleine, der Helikopter. Sehr gut. 9er Kill-Serie. Oh, der war bereits tot. Keine Granate. Nein, Blendgranate. Ah, verdammt. Wo sind die Gegner? Nein, mit der 10er Kill-Serie. Glaube, danach kommt doch nichts, oder? Nach dem Helikopter. Kann man danach noch irgendwas rufen? Denke mal, dass ihr da mehr Ahnung von habt. Habt da auf jeden Fall absolut keinen Plan von. Die Drohne kommt, dann kommt diese Art Bombardierung, dann kommt der Helikopter. Keine Ahnung, ob danach noch irgendwas kommen soll. Wo sind die denn alle? Alle auf dieser Seite. Ach, hier war der Weg nach unten. Ich werde einfach mal versuchen, so darüber zu gehen. Komm hier, Gegner. Einfach mal eine Rauchgranate werfen und noch eine Granate hin. Oh nein! Die Granate hat genau die Ecke getroffen. Tja. Camper. Das war's mit dir. Einfach da oben auf dem Dach rumgammeln. Nee, nee. So, weiter. Ah, das war jetzt aber Glück. Dass ich den einfach so getroffen habe. Boah, verdammt. Ich war total jetzt überfordert. Mit der Situation. Dachte, ich kann da einfach so bleiben, ohne dass etwas passiert, aber nein. Viel zu tief gezielt. Total auf den Boden gefeuert mit der AK. Hä? Ich habe den doch getroffen. Oder war der Tank da im Weg? Oh, wir haben gewonnen. Sehr gut. Mal gucken, wie sieht meine Platzierung aus hier? Toll. Ich war eben noch auf dem zweiten Platz, aber gut. Also meine KD ist doch besser als erwartet, ja. Aber es gibt viel bessere, wie man da oben sieht. 33. Gibt immer noch bessere.